So, nach Wasserball kommt jetzt Tauchen. Wir sind heute wieder im Wasser und zwar im Hallenbad an der Herner Straße beim Tauchclub Sepia Recklinghausen. Bei mir ist Simon. Ihr taucht Richtig. Im Hallenbad. Was ist das Tolle für dich beim Tauchen? Also du hast gerade schon gesagt, es ist einfach unter Wasser irgendwie eine andere Welt. Kann man das irgendwie beschreiben? Nee, muss man erleben. Nein. Es ist einfach wirklich, man hat Ruhe, man ist ganz entspannt unter Wasser unterwegs. Es ist wirklich ein schönes Erlebnis, muss man wirklich mal gemacht haben. Jetzt macht ihr hier Tauchtraining. Was bedeutet das denn? Was trainiert ihr heute? Man ist dann nicht nur einfach nur tauchen gehen, sondern man muss auch eine gewisse Kondition haben. Wir treffen uns hier jeden Dienstag und Freitag zum Konditionstraining. Dass man wirklich so eine Grundvoraussetzung hat zum Tauchen, ist das halt. Du hast mir gerade schon erzählt, Anfang des Jahres kann man bei euch eine Tauchausbildung machen. Was steckt dahinter? Was muss man da alles machen? Ja, es beginnt schon mal, dass man einen Theorieunterricht machen muss. Man muss gewisse Sachen, Physik, Medizin, gewisse Sachen halt können. Und dann geht es halt in ABC-Ausrüstung, ABC-Training geht es dann los. Das ist dann, wie ihr auch seht, dass man wirklich eine Kondition hat, dass man halt mit Flossen umgehen kann, dass man mit Maske umgehen kann. Und dann wirklich geht es dann hinterher mit einem Tauchgerät unter Wasser. Dann wirklich so mit Flasche auf den Rücken. Das ist, ja. Schon ein schönes Gefühl, ja. Oder? Wir machen das jetzt. Okay. Ich mache jetzt hier so einen Crashkurs mal bei euch mit. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich habe keinerlei Erfahrung mit Tauchen, mit Flossen. Mal geschnorchelt, so grob. Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Ich freue mich und ab ins Wasser mit uns. Ab ins Wasser, okay. Wasser am Anfang noch drin sein, bevor okay, es wieder einatmen. Also rein, ausatmen und dann wieder rein. Nochmal atmen. Okay. Ja. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Ist deine Maske dann vielleicht wieder auf? Weil jetzt mal ruhig ein bisschen abtauchen jetzt hier. Ja. Das machen wir das mal ein bisschen atmen. Okay. Da geht's schon los. Ich kann nie unter Wasser bleiben. Auf einmal. Ja. Komisch. Also man ist wirklich in einer anderen Welt. Das habe ich echt nicht gedacht. Aber es ist so ruhig und geschmeidig. Aber man merkt auch, wenn man irgendwie so ein bisschen in eine Richtung kippt, dass man auch, glaube ich, ganz schnell in Panik verfallen kann. Aber Simon hat mir gut immer den Weg gezeigt und hat immer gefragt, ob alles in Ordnung ist. Da fühlt man sich dann schon sicher. Also nicht alleine tauchen. Auf gar keinen Fall. Sehr, sehr cool. Also ich bin wirklich so ein bisschen angetan, muss ich sagen. Das macht super viel Spaß. Also, tauchen, so heißt es, glaube ich, ne? Super. Also, das hat wirklich richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Ich kann das jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Wenn ihr mal Bock habt, dann setzt euch einfach mit dem Tauchclub in Verbindung. Und dann könnt ihr hier auch mal reinschnuppern bzw. eintauchen. Wahnsinn, oder? Und ihr könnt jetzt auch in die Kommentare schreiben, was ich noch so ausprobieren soll. Wo soll ich vorbeikommen? Welche Sportart liegt euch am Herzen? Was muss man unbedingt mal gemacht haben? Haut alles in die Kommentare. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Wasser-Rugby. Unterwasser-Rugby heißt es. Abtauchen.